Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight hier auf dem Sundown Stories Kanal. Heute spielen wir mal den Doktor im folgenden Design. Als Perks haben wir dabei den Pirscher, da sehen wir Überlebende, die am Boden liegen, also sterbende Überlebende im Umkreis von 24 Metern. Wir haben ihn ja erst auf Level 11 gespielt, also können wir erst einen Perk verwenden. Die Stärke des Doktors ist seine Schocktherapie. Also es gibt zwei verschiedene Zustände, einmal den Handlungszustand und einmal die Schocktherapie. Also ganz normal beim Bestrafungsmodus können wir einen Überlebenden schlagen. Und in der Schocktherapie, also im Schocktherapie-Modus, es nennt sich der Behandlungsmodus, da können wir einen Überlebenden schocken mit Elektroschocks, und je nachdem, wie oft wir ihn geschockt haben, desto stärker wird seine Wahnsinnsstufe, die bis auf Stufe 3 ansteigen kann. Und in den verschiedenen Stufen fangen dann die Überlebenden willkürlich an zu schreien oder müssen sich beruhigen oder sehen den Killer als Phantomgestalt hinter sich auf einmal auftauchen. Das ist schon ganz lustig mit dem Doktor, und wie wir uns gleich mit ihm schlagen werden, das seht ihr jetzt. Und da starten wir auch schon in die Runde als Doktor. Und unsere erste Amtshandlung wird es erstmal sein, in den Behandlungsmodus zu wechseln. Denn wir wollen ja die Überlebenden schocken, und da kommt uns auch schon jemand entgegen. Den schocken wir erstmal. Das war ja gerade, die ist ja genau in unsere Richtung gelaufen gerade. Was war denn da los? Jetzt haben wir ja erstmal eine verpasst. Aber es soll natürlich noch nicht alles gewesen sein. Hier unten ist sie drin. Wir haben jetzt hier leider keinen Eingang. Mal gucken, da ist sie. Sie was neu gemacht an der Karte? Oh, ich dachte, ich bin schon runtergesprungen. Jetzt werden wir sie doch mal langsam kriegen hier. Komm schon. Oh, sie zieht es nicht runter. Warum zieht sie es nicht runter? Ich wollte gerade ausweichen. Weil ich... Ah, Mist. Oh, ich bin schon wieder hier nur am Vorbeischlagen. Mann, das gibt's doch nicht. Jetzt haben wir sie. In der Zeit ist aber auch schon der erste Generator angegangen. Das hat gerade ganz schön lange gedauert. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier irgendwo was zum Aufhängen haben. Hier geht's doch, glaube ich... Ja, hier geht's schon in den Keller runter. Und jetzt werden wir die Dame gleich mal hier unten im Keller aufhängen. Wechseln wieder in die Schocktherapie und gucken mal, ob sich hier noch jemand therapieren lassen möchte. Hier am Generator hat... Oh, oh. Hier möchte sich doch mal jemand vom Doki therapieren lassen. Mann, ich schlag hier hoch und dann daneben. Jetzt haben wir sie erwischt. Die rennt auch hier unten rum. Vielleicht könnte man die dann auch gleich mit in den Keller bringen. Wenn das hier so weitergeht. Und schlagen sie erstmal nieder. Da liegt schon der zweite Überlebende. Das läuft hier doch ganz gut gerade. Jetzt müssen wir natürlich noch einen Haken finden. Der hier irgendwo auch vielleicht in der Nähe ist. Ich glaube, die wird uns vom Arm entwischen. Denn ich glaube nicht, dass wir das noch hier schaffen werden. Nee, das schaffen wir nicht. Die ist wieder befreit. Mal gucken, wo sie hinläuft. Hallo? Müsst ihr euch jetzt verloren? Boah.
Aber die andere, die wir ursprünglich aufgehangen haben, die hängt immer noch. Da hat sich jemand erschreckt. Und die haben wir auch erwischt. Und die erste hängt immer noch. Was ist da denn los? Die wird überhaupt nicht gerettet. Jetzt haben wir doch den Haken schon mal ein bisschen näher wenigstens. Und die wird auch hier aufgehangen. Was ist denn da los, dass die nicht gerettet wird, sag mal. Hier treten wir mal gegen den Generator gegen. Die erste ist echt schon tot. Unglaublich. Gucken wir mal, was hier an den anderen Generatoren so los ist. Hier wurde schon gearbeitet, da läuft doch schon jemand weg, wie ihr sehen könnt. Da werden wir doch gleich mal die Verfolgung aufnehmen. Ich stand auch gerade nur rum. Keine Ahnung, frag mich nicht warum. Vielleicht wollte sie geschlagen werden, vielleicht mag sie es bestraft zu werden. Die kriegen wir jedenfalls auch klein. Und die andere scheint auch zu sterben. Ohne dass sie hier einmal abgehangen wird. Kriegen wir den? Ah, jetzt ist sie doch noch runtergeholt worden. Ich dachte schon, es kann doch nicht wahr sein, dass hier alle nach und nach einfach sterben, weil niemand gerettet wird. Aber gut für die auf jeden Fall. Jetzt hängen wir die zweite erstmal auf. Soll ja nicht langweilig werden hier. Ja. Wechseln wir nochmal in den Behandlungsmodus. Seht ihr, dann stößt er immer so Stromschläge aus, die dann in einem bestimmten Radius hier drumherum aktiv werden. Und dann die Therapierten, sage ich mal, zum Schreien anregt. So. Hier da oben an dem Generator wurde noch nicht gearbeitet. Ich schaue jetzt nochmal hier bei unserer Freundin vorbei. Hier scheint aber auch niemand zu sein, der sich für sie interessieren könnte. Hier an diesem Generator wurde auch noch nicht gearbeitet. Dann gehe ich doch nochmal zurück. Denn jetzt wurde sie abgehangen. Da hinten laufen die. Jetzt kriegt die erstmal noch eine mit. Und da... Oh, nee, die läuft genau gegen mich gegen. Nein, jetzt hör auf. So ein Blödsinn. Da habe ich jetzt echt keine Lust drauf, auf so ein Blödsinn. Nehmen wir sie wieder auf. Da hinten ist ja ihr Haken. Der war ja schon warm gehangen von ihr. Ich glaube, da fühlt die sich auch ganz wohl. Wenn ich jetzt hier nicht überall gegenlaufen würde, würde das auch noch ein bisschen schneller funktionieren. Oh, komm schon, jetzt haben wir sie. Die lebt aber noch. Gucken, wo Claudette ist. Die war ja hier irgendwo. Ob die noch mal ein bisschen Lust auf Therapie hat. Jetzt ist sie wieder abgehangen worden. Dann gehen wir doch noch mal gucken. Da hinten laufen sie. Claudette ist auch noch angeschlagen. Gucken wir doch mal. Da laufen sie beide. Vielleicht haue ich erstmal Claudette, weil die andere ist da oben. Ich gehe erstmal Claudette hinterher. Die zieht auch nicht die Palette runter. Und die liegt jetzt hier auch. Aber hier ist wieder eine kleine Sackgasse. Gucken wir doch mal, ob wir hier den Keller finden, auf die Schnelle. Der war ja auch hier unten irgendwo drin. Oh, jetzt laufe ich hier wieder gegen die Wand. Hier war der Keller. Schaffen wir das noch? Lauf hier runter. Die sind ganz schön hart am Struggeln. Aber wir schaffen's. Und sie hängt im Keller. Zwei Generatoren sind noch zu machen. Oh, hier sucht gerade jemand im Schrank. Die kriegt erstmal eine mit. Wenn die denkt, dass ich das nicht höre. Und rennt auch vor meinen Augen in den Keller.
Warum nicht? Wenn man hier schon an der Kiste ist, kann man ja auch gleich im Keller laufen. Hängen wir sie auch in den Keller. Und nebenbei wurde die andere Mitspielerin abgehangen. Da laufe ich doch erstmal hinterher. Die erste liegt. Die zweite läuft in eine Sackgasse und liegt jetzt auch. Sehr schön, das hat richtig gut geklappt. Wenn einem die Gegner auch so weit entgegenkommen, dass sie schon abhängen. Ich hatte ja nicht mal die Chance, immer wegzulaufen aus dem Keller. Wenn die dann schon hinkommen, wenn du genau daneben stehst, dann ist es doch am besten. So, hier ist wieder ein Haken frei geworden. Der soll ja nicht leer bleiben. Da ist die nächste tot. Und wir gucken mal, da hinten seht ihr ja durch unseren Perk, können wir sie jetzt auch sehen, wenn sie hier am Boden liegt. Gucken wir mal, welcher Haken für sie dann in Frage kommt. Nehmen wir doch einfach den gleich hier vorne. Die wehrt sich auch, jetzt fängt sie sich an zu wehren. Aber ich würde sagen, das war doch eine richtig, richtig erfolgreiche Runde hier als Killer. Sie kann, lebt zwar noch, aber sie kann aber nichts mehr machen. Das hat Spaß gemacht. Mir jedenfalls, den Überlebenden wird es wahrscheinlich nicht so viel Spaß gemacht haben. Ich hoffe immerhin, dass es euch Spaß gemacht hat beim Zuschauen und würde sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüssi!